Hallo und willkommen mal wieder hier zu einem Let's Play von Kirschi hier auf dem Kanal Kirschi und Chris. Und zwar dachte ich mir, wir starten mal wieder eine neue Runde mit Factorio. Und wir sehen schon, ich habe ein paar Mods im Hintergrund installiert und wir sind auf der Version 0.10. Wir werden die ganzen Tipps mal wegschalten. Ich habe ein bisschen am Karteneditor rumgefummelt und einen Seed eingegeben, den ich vielleicht irgendwann mal veröffentlicht werde. Aber momentan sieht das Ganze so aus, dass wir das so lassen. Und als erstes suchen wir mal Kohle, weil das ist eines der wichtigsten Sachen in Factorio. Und das Lava? Ne, ich glaube, das ist Lava. Wichtig ist, wir haben den Mod Ditech unter anderem installiert und wir haben auch den Mod, diesen Mod hier installiert. Was ist das? Aha. Wireless. Keine Ahnung. So. Was ich auf jeden Fall als erstes immer baue, ist der hier, weil alles andere nervt mich immer, wenn das nicht so funktioniert, wie ich möchte. Und was wir haben durch Ditech ist, wir haben sehr viel weniger als das, was wir vorher hatten. Und dementsprechend dauert mal ein so ein Stück Kohle ungefähr 1 Million Jahre. Naja, gut. 2 Millionen Jahre. 3 Millionen Jahre. Ja, Ditech halt. Ditech bringt viele neue Sachen. Wir haben noch ein paar andere Mods drauf. Das wäre einmal der F-Mod, Tree Farm und Industrio. Und jetzt sehen wir schon, ist schon die erste Holzspitzhacke kaputt. Ist schon mal geil. Naja, wir sollten am Anfang wirklich eine Spitzhacke geben. So, es kam ja lange kein Let's Play von mir. Hat ein bisschen private Gründe gehabt. Eisenkiste gibt es jetzt ganz bestimmt am Anfang noch nicht. So, allerdings werde ich darauf nicht eingehen. Ich finde, ja, ich kann da demnächst vielleicht, wenn jemand Interesse hat, ein Infovideo machen, was da privat los war. Allerdings, meistens ist es ja so, dass es euch doch gar nicht interessiert, was bei mir so privat abgeht. So, was fehlt uns denn da? Stein. 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 Für Stein sollten wir uns allerdings was machen, damit wir ein bisschen schneller abbauen. So. Und mein Holz geht ja dann noch, aber Stein dauert ja dann doch eine Zeit lang. Und da sehen wir schon, dass die Kohleförderung schon wieder aufgehört hat. So, kümmern wir uns mal eben darum, dass wir da hinkommen. Zack. Ich spiele natürlich immer noch mit Hotkeys, das ist das einfachste von allen. Und wir sollten gleich mal gucken, was brauchen wir denn dafür. Also jetzt, durch Ditech wurde der Rohstoff Stein ein bisschen wichtiger gemacht. Denn im Gegensatz zu früher brauchen jetzt diese Packs Stone Gear. Wir brauchen zwar auch noch Kupferplatten, aber Stone Gear ist so eins der Hauptbestandteile aller Sachen. Dann seht ihr da auch Stone Gear dreimal, Schmelzofen. Oh, wir brauchen viel, viel mehr als ich dachte. An Stein. Ja gut. Wir bauen erstmal Stein ab eine halbe Stunde. Das ist ja schon mal so eine Sache, die am Anfang perfekt ist. Deswegen werden wir da gleich so schnell wie möglich einen Förderer einsetzen. Und sobald wir den nächsten Förderer bauen können. Ich glaube, wir können jetzt sogar schon bauen. Ja. Dann heißt zwar unser Ofen weg, aber ja, den können wir ja gleich neu bauen, sobald wir wieder Stein haben. So, und hoffentlich können wir noch eine Kiste bauen. Natürlich. Der Anfang ist, wie gesagt, etwas anders geworden als früher. Und wir gucken, was wir noch brauchen, um das zu machen. Eisenplatten. Oh, haben wir noch. Gut. Aber das nächste, was wir dann abbauen werden, ist Eisen. Das ist dort oben. Kupfer ist dort auch. Ich habe das Startgebiet sehr groß eingestellt, damit wir erstmal von den Viechern verschont bleiben. Da das auch eingestellt ist, dass die kommen von alleine. So. Okay, hier ist nirgendwo Eisen. Das ist echt... Dann müssen wir das da oben holen. Und hier Kohle. Das ist natürlich eine Sache, die ist... Kohle ist irgendwie ein bisschen Mangelware. Na, werden wir später sehen. Erstmal muss wieder Tag werden. Zack. Und wir bauen uns einen Ofen. Und noch einen Erzförderer. Ich natürlich jetzt nochmal einen Ofen bauen muss, weil der Ofen jetzt in den Erzversorger gesteckt worden ist. Und wir brauchen eine Kiste. Eine Kiste, 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 Kiste. Da oben ist Holz. Im Notfall machen wir nachher unsere eigene Holz-Kohleproduktion. Und ab einer bestimmten Zeit braucht man sowieso keine Kohle mehr. Dementsprechend wird das schon was. So, ein bisschen auf die Uhr gucken.
die berühmten 25 bis 30 Minuten Aufnahmen. Natürlich, was anderes gibt es bei Kirschi nicht. Weil ich finde alles andere ist zu kurz am meisten, wenn man solche Sachen spielt wie hier. Ne? Oh, tut mir leid, ich bin noch ein bisschen krank. Ich habe es momentan mit Krankheiten echt ein bisschen problematisch. Ich hoffe, dass es euch nicht zu sehr stört. So, wir gucken mal, was wir brauchen, um denn unsere erste Stromgeschichte zu bauen. Da brauchen wir noch Eisen. Ist klar, da müssen wir hoch. So, nochmal Kohle mitnehmen. Nochmal Stein mitnehmen. Und dann rennen wir mal hoch. Dass man da sogar einfach so drüber rennen kann. Ey, krass, ey. So, die Hälfte der Kohle hier rein. Eine Kiste davor. Das wird ja auch ein bisschen dauern, bis dann hier das erste Mal richtig Gas gibt. Und wir schauen uns mal eben die umliegenden Weiten an. Wo wir denn hier unsere Mauern aufstellen können. Also hier werden wir eine Mauer irgendwo aufstellen müssen. Da eine Mauer rein. Also wir wollen das Gebiet, möchte ich diesmal relativ groß halten. Da wäre ja auch noch Eisen gewesen. Vielleicht stelle ich das gleich nochmal ganz schnell um. Oh, der Kohleförderer hat keine Kohle mehr. Das ist immer so eine Sache, die finde ich echt genial. Der Kohleförderer hat keine Kohle mehr. So. Okay, wir haben bereits einen Dampfkessel. Wir brauchen davon was. Das heißt, wir brauchen jetzt in Zukunft auch Kupfer. Das heißt, wir brauchen einen Erzförderer. Das heißt, wir brauchen Eisen. Das heißt, wir müssen hier mal Gas geben, damit wir hier mal weiterkommen. Das sind so die ersten 25 Schritte, die man so macht. Hauptsache erstmal alles haben, nichts automatisiert. Und sobald man es automatisiert hat, kann man dann endlich ein bisschen weitermachen. So, dann setzen wir direkt hier hin. Und sehen dann, dass wir gar keine Kohle haben dafür. So, und ich bin froh, wenn wir erstmal die Kohle automatisieren. Und ich glaube, wir bauen unsere erste Dampfmaschine hier irgendwo hin. Ich glaube, das ist mit am sinnvollsten. Quarz haben wir hier eine Menge. Ja, was macht Dytech? Dytech macht unter anderem solche Sachen wie, wir können momentan nicht mal Zahnräder bauen, normale, die man ja für die ersten Forschungen auch braucht, oder die zweite Forschung. Nee, keins der beiden. Ich muss mal ganz kurz hier klicken, da nervt gerade mein Hangout-Chat. Wo war das denn? Zum Beispiel... hier, da braucht man nochmal zum Beispiel normale Zahnräder. Wir können sie noch gar nicht craften. Also, das ist so eine Sache. Genauso wie die Fließbänder jetzt Stone Gear und eine Eisenplatte brauchen wir nicht mehr, nur einen Eisen Gear. Ein paar Sachen sind auf Englisch, ein paar Sachen sind so. Das ist so unterschiedlich. Gut, wir brauchen jetzt dich hier. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Kohle. Und dann sollten wir unten nochmal Kohle holen. Und das wollte ich eigentlich nicht machen, sondern das hier. So. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kann man auch bei Factorio singen, ja. Und hier nerven gerade meine Hangouts. Die springen gerade auf und plöppen hier rum und so. So. Ich kann so viel. 7 Stück reichen da in dem Sinne. Und ich fände es gut, wenn wir es schaffen würden. Muss nochmal klicken. Ich hoffe, dass ihr das nicht seht im Hintergrund. Aber solltet ihr eigentlich nicht. Ich fände es halt gut, wenn wir es schaffen sollten, unsere erste Dampfmaschine noch fertig zu kriegen, bevor bevor hier irgendwas anderes kommt. Weil das wäre möglich. Bin ich ganz von überzeugt. So. Okay, wo bauen wir unsere Strom? Da oben wäre die Stromfabrikation auch nicht schlecht. Das ist nur so weit von der Kohle entfernt. Boah, jetzt nervt das aber langsam. Muss jetzt erstmal hier den machen. So, dann wird das nämlich nicht mehr hochgeplöppt. Ich denke, wir machen die hier alleine schon, weil die Kohle so nah ist. Dass wir den hier so in die Richtung bringen werden. Können im Nachhinein ja immer noch umbauen. So, ein Tiegel. Machen wir mal so ein paar Dinger noch da dran. Und unsere erste Dampfmaschine. Ja, die Grafik
Sachen haben sich auch ein bisschen geändert. Wie gesagt, wir sind erstens in der experimentellen 1.10er-Version und zusätzlich haben wir noch das Ditech Grafikpack drauf, was für Ditech muss ist. Dann werden wir jetzt mal gucken. Ich hatte gerade gesehen, da fehlt uns schon der Eisen. Klung. Jetzt kommen hier auch noch die Geräusche. Naja, gut. Beim nächsten Mal habe ich die Geräusche komplett aus. Von Hangout und so weiter. Aber jetzt müssen wir uns da noch 10, 15, 20 Minuten mit gedulden. So, das. Und das. Die Hälfte der Kohle da rein. Die Hälfte der Kohle, die andere Hälfte da rein. So, dann haben wir wieder was. Und wir können noch nicht den ersten Erzförderer bauen. Elektrischen. Jetzt können wir den ersten elektrischen bauen. Und wir brauchen außerdem die ersten Strommästen und den ersten elektrischen werden wir dorthin setzen. Und dann können wir anfangen mit Stromgeschichten und Förderbänder langsam mal. Zack. Den ersten elektrischen setzen wir auch nach unten. Hat einen gewissen Grund, den ihr noch erfahren werdet und merken werdet. Allein schon, weil hier nach unten hin das einfacher wird zu fördern. So. Sehr schön. Habe ich so wenig Strom momentan? Ne, ich habe jetzt genug Strom am Anfang. So. Förderbänder. Und dann weg. Werden wir hier zwar jetzt noch keine Sachen haben, damit wir das jetzt komplett bis hier kriegen, weil wir dafür jetzt auch gleich erstmal anfangen müssen zu forschen. Was brauchen wir denn dafür? Ja, da brauchen wir noch die Zahnräder für und dafür brauchen wir Stein und dafür brauchen wir ganz viele Sachen. So. Gut. So könnten wir denn vielleicht schon, ja, könnten wir, müssen wir gleich mal was holen für. Da wird noch mal was reingetan und wir werden jetzt mal ganz schnell händisch Stone Gear craften. Wo war das denn nochmal? Das müsste bei den hier 51 Stück. Lass mal durchcraften. Weil wir müssen halt jetzt craften, damit wir die nächsten Crafting-Rezepte kriegen. Hört sich komisch an, ist aber so. Ja. Dementsprechend werden wir hier jetzt auch erstmal wieder alles bestücken. So, und jetzt sollten wir auch so viel haben, dass wir uns nicht den bauen können, sondern den ersten davon leisten können. So. Erstmal gucken wir jetzt aber, dass wir hier weiterkommen. Und zwar soll das später so aussehen. Oh, jetzt haben wir schon keine mehr. Machen wir nochmal ein paar davon, so 20 Stück. Am Anfang braucht man also Fließbänder immer. Auch später für die schnelleren Fließbänder, denkt daran, braucht ihr die. So. Und jetzt nochmal Strom. Strom, da fehlt uns wahrscheinlich Holz für, oder? Ja, Holz, dachte ich mir. Können wir einfach so einen umgestürzten Baum nehmen. Und ihr seht auch andere Bäume im Hintergrund hier. Das ist gerade vom F-Mod gewesen, ein Baum. Kommen wir alles noch zu. Ich habe vor, diesmal ein bisschen länger das Factorio Let's Play zu machen. Dementsprechend kommen wir da noch zu. So, das wäre so der erste Schritt. Das haben wir jetzt geschafft. Wir brauchen Wissenschaftler, aber dafür brauchen wir Zahnräder. Wir können aber erstmal gucken, dass wir dort oben ein klein bisschen mehr Automatisierung machen. Wir können aber auch erstmal eine Baumfarm bauen. Dafür brauchen wir aber Stein scheinbar. Die erste, weil die brauchen immer so lange und ich habe keinen Bock immer auch hier die ganze Scheiße abzubauen. Und ehe die richtig aktiv ist, dauert das sowieso noch nicht. Stellen wir jetzt einfach hier hin. Batsch. Und seit neuestem brauchen die Brennstoff. Und ich weiß nicht warum. Aber wir geben denen nicht ganz so viel. So. Weil Brennstoff ist doch eine Sache, die ist ein wenig, ja, seltener. Am Anfang noch. So, was ganz klar ist, also ich sollte jetzt gleich irgendwann mal Bäume entstehen eigentlich. Ich weiß es nicht genau, ich werde mal versuchen hier, also ich hatte das schon ausprobiert, die neue Version vom Tree Farm Mod, da hat es nicht funktioniert.
Mir ist nicht klar geworden, ich musste erstmal was trinken. Wie geht das denn jetzt? Ja, das ist das Ergebnis, aber irgendwas muss da an Ressource rein oder so. Und das, ja, lassen wir das Ding einfach mal stehen, gucken wir später mal rein. So, Eisenplatten. Und ganz viel Kupfererz. Ich habe gerade verpeilt, was wir machen wollen. Wir wollten hier sowas bauen, dafür brauchen wir aber erst noch mehr Stone Gear. Weil jetzt kommen halt die Sachen mit hin und her craften und erstmal gucken, dass wir hier die Sachen freischalten. So, Kohle holen wir uns mal ein bisschen, ist ja genug da. Ne, hier seht ihr ganz wenig Kohle. Und, ah ja doch, ist richtig eingestellt. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen nervig. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Vielleicht sollten wir mal einfach den zweiten Erzförderer langsam bauen. Den elektrischen. Und dann hier mal ersetzen. Ja, jetzt nervt es mich langsam selber auch. Das ist, wenn die Jungs einmal im Hangout-Chat von Ingress schreiben, dann... Nee. Also ich habe mir ein neues Hobby angeeignet in letzter Zeit. Um auch mal selber ein bisschen mehr rauszukommen. Das nennt sich Ingress, falls noch niemand was davon gehört hat. Wenn ihr Interesse habt an diesem Spiel, das ist ein Open Reality Interactive Game, schreibt es in die Kommentare, dann werde ich gerne mal ein Infovideo, ein ausführliches Infovideo, vielleicht auch Tutorialvideo zu Ingress machen, weil es ist schon ein wenig komplizierter und aber sehr geil. Also wer die Weltherrschaft an sich reißen möchte, der sollte dieses spielen. So. Und dann am besten als Enlightening. Naja, wie gesagt, so, wenn ihr Interesse habt an dem Spiel, in die Kommentare schreiben. Ich werde dann ganz gerne auch ein Infovideo machen. So, ja, jetzt haben wir hier schon mal den zweiten elektrischen Erzförderer. Das ist ja schon mal eine Sache, die ich sehr gut... Machen wir mal 5 Strommasten, damit wir hier da hochkommen. So langsam hier alles mal ein bisschen verkabeln. So, als Trick, wenn ihr hundertprozentig die richtigen Abstände haben wollt, einfach gedrückt halten. Und dann gucken wir mal, ob wir noch einen machen können. Wir können aber noch 2 machen, perfekt. Dann können wir die Scheiße hier nämlich mal abreißen und dann vielleicht auch hier den ersten automatischen Knickerroboter reinbauen. Das wäre schon mal eine coole Sache. Was wir jetzt allerdings an der Stelle gutachten müssen, wir dürfen nicht zu weit nach oben, nicht zu weit nach unten. Und sonst wird hier alles gefördert und das wollen wir natürlich nicht. So, wir setzen jetzt hier so eine kleine Geschichte an. Einen Knickarmroboter mal ganz schnell. Und das Ganze braucht dann noch Strome. Und dann seht ihr, haben wir die erste Automatisierung. Natürlich noch nicht mit der Kohle, den müssen wir noch per Hand einlegen. Aber ja, das kriegen wir wohl noch gerade eben so hin. Zack, das zweite hier. Da setzen wir den hier unten an. Der ist nicht ganz abgedeckt, ist aber nicht so schlimm. Ich möchte jetzt einfach nur, dass das nicht zu weit auseinander ist, damit ich mit dem Strom auch noch rauskomme. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Holz, damit wir mehr Strom kriegen. Und ich hoffe, die kleinen Soundeinstellungen sind alle richtig und ich muss gleich nicht zu viel nachbearbeiten, weil ich sehe jetzt schon kommen, dass ich wahrscheinlich noch in der Soundeinstellung ein bisschen rumfummeln werde, aber dafür nutze ich ja DxStory. Und hab direkt 2 verschiedene Dingens zum Bumsen hier. So, direkt wieder 5 Strommasten. Und noch einen davon. So, hier hin. Das Einzige, was wir jetzt noch nachlegen müssen. Zack, dahin. Hätten wir da auch noch machen können. Aber, ja gut, ist ja genug da. So, das ist ja schon mal ganz schön. Wir gucken uns mal unseren Stromverbrauch an. Ja. Das ist noch vollkommen in Ordnung. Meistens, wenn alles läuft. Aber okay. Wahrscheinlich ist die Kohle schon wieder da unten am Stillstehen. Ja, nur der Stein läuft durch und das ist... Okay, gut. Wir müssen, wie gesagt, noch weitere Steinzahnräder craften. Die brauchen wir sowieso immer. Und nehmen auch direkt wieder Kohle mit. Immer wieder und immer wieder. Wie viel Kohle haben wir denn hier drin liegen? Ach ja, jetzt... Ja, der benutzt inzwischen schon die Kohle, die wir ihm geben. Das ist schon mal gut. So, wir sehen hier also jetzt eine kleine Stromverbindung schon mal stehen. Lavapool, ich kann mich da reinstellen und Schaden zugeben, das ist schon mal toll.
Ja. Abbauwiderstand, Ertrag 141%. Okay. 612%. Okay, warum das Prozent sind, weiß ich nicht. Das sind die Mengenbeträge. Also ich habe auch die Mengen hochgesetzt, damit wir zumindest am Anfang hier keine Probleme kriegen und nicht zu schnell in Richtung Aliens müssen. Aber wir müssen hier auch relativ schnell dicht machen, weil die Aliens werden kommen. Man kennt das ja mit der Pollution, mit der Luftverschmutzung. Hier seht ihr schon die Außenmaße der Luftverschmutzung. Und wir haben noch nicht viel gebaut, muss man dazu sagen. Also, wenn man sich das später anguckt, wie das dann aussehen kann. Naja. So, wir haben immer noch keine Steinzahnräder. Stein, sage ich schon, normalen Eisenzahnräder. Und dadurch können wir immer noch nicht forschen. Das ist so eine Sache. Ja, die nervt mich ein bisschen, aber das wird sich gleich so schnell ändern. Also, wenn wir jetzt erstmal einmal die Scheiße haben, dann funktioniert das auch. So. I think can you bla 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 plates. Habe ich das gerade richtig? Ja, dann bauen wir mal ein Wissenschaftslabor und schieben direkt mal 15, 15, 20 davon hinterher. Schauen mal ganz kurz hier in die Forschung. Wir brauchen als allererstes ganz dringend den Teilerfließband und hier den schnellen Knickerroboter. Deswegen nehmen wir als allererstes Logistik. Weil damit wir hier die Kohle mal langsam hochfördern können und so, weil da sehen wir schon wieder, da oben ist schon wieder nichts mehr. So, weg, weg. Warum funktioniert das Ding hier nicht? Was braucht es? Also ich meine, es gibt ja bestimmte Sachen, hier zum Beispiel Samen. Braucht es Samen? Nein, gucken. Kann ich eigentlich eine Spitzhacke gerade bauen? Wenn ja, wo? Kann ich nicht. Egal. Also sowieso die Montanspitzhacken sind einfach Arsch. Also eine Sekunde schneller abbauen wäre natürlich dann ganz nett. Naja, gut. Was wollte ich machen? Samen? Samen. 5 Samen. Oh nein. Das wird noch dauern, bis die Samen gemacht werden. So, wir bauen mal unser kleines Forschungslabor hier hin. Schmeißen mal die ersten 7 da rein. Oh, hat auch neue Geräusch-Update gekriegt. Ein Sound-Update. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. So, Samen werden. Komm, wir brechen es mal eben ab. Damit wir die Samen kriegen und dann können wir gleich die Dinger wieder forschen. Aber wohl nicht. Vielleicht muss man das händisch inzwischen nachpflanzen. Oder das erste Pflanzen machen. Naja, werden wir sehen. Machen wir mal 20 Stück wieder. Über 10 Stück wieder. Weiß nicht genau, wie viel ich jetzt schon gecraftet hatte. Naja. So. Gut, damit sind wir jetzt Logistikern forschen. Salzhaufen und Steinhaufen. Aha. Fließbänder. Wir können Fließbänder legen. Sobald natürlich unsere Dinger hier fertig sind. Ah, wir haben auch noch Kohle dabei. Das ist schon mal sehr gut. Zack. Ja, sonst brauchen wir ja sowieso nichts mehr davon. So, das hier macht er. Geht, der läuft ja schon relativ automatisch. Das ist ja schon mal eine Sache, die man schon mal gutheißen kann. Zack, und noch ein. Dann sind wir da durch. So. Dann haben wir erstmal alles das, was wir können da. So, ich würde sagen, wir machen jetzt eine Lebenslinie nach oben mit Kohle. Ich würde ganz gerne grundsätzlich sowieso viel mit Lebenslinien arbeiten. Ah, das steht natürlich jetzt total im Weg. Werden wir gleich wegmachen. Dass man sagt, wir bauen jetzt eine Hauptstrecke, was das ganze Zeug angeht. Und bauen jetzt erstmal noch mehr Fließbänder. So. Mit einer Hauptstrecke geht man dann immer hoch, dass man so, oder runter, ist ja egal, also runter wäre vielleicht, hoch ist glaube ich besser, also runter ist ja doch relativ viel Wasser hier. So gesagt, 20 Strecken nebeneinander, wo die ganzen Materialien drüber laufen und dann wird das immer abgezweigt. Also steht das sowieso scheiße im Weg, aber ja, machen wir später. Zack, zack. Gut. Wir können schon mal vorbereiten, dass wir mehr Öfen brauchen. Und schon mal grundsätzlich unsere ganze Schmelzanlage vorbereiten.
Weil diese Schmelzanlage, wie sie hier ist, werden wir nicht lange machen. Und brauchen dafür am besten auch direkt ein paar von den Fließbändern. So, ich würde sagen, die Eisenschmelzanlage fangen wir hier oben an. Wird dann so laufen. Hier werden meine Öfen stehen. Das kennt ihr ja von mir, das mache ich ja immer so. Das ist erstmal alles, ne? Ihr kennt das ja auch, umbauen und hast du nicht gesehen. Factorio umbauen ist immer sehr kompliziert. So, Kohle, Eisen, rechts, links. Das heißt auch, wir können jetzt schon mal anfangen, hier alles abzubauen. Und dann schon mal ja, mehr von den Fließbändern machen. Wir haben ja noch genug Stone Gear. Sonstigen brauchen wir ja nur Eisen dafür. So, das Eisen kommt schon mal. Finde ich schon mal sehr gut. Und wir... Ja, ich übrigens, wenn hier Geräusche im Hintergrund sind, es kann daran liegen, dass ich hier im Keller meiner Eltern sitze, ja, auch wenn es sich komisch anhört. Und hier läuft gerade die Solaranlage im Hintergrund und heizt hier gerade. Deswegen, ich sitze hier leider direkt neben diesem Kessel und ich hoffe, diese Hintergrundgeräusche sind nicht drin. Naja, hoffen wir einfach mal. Oh, und diese Hintergrundgeräusche sind hoffentlich auch nicht zu sehr drin. So. So, so, so. Aber nichtsdestotrotz haben wir die Zeit vorbei. Ich danke fürs Zuschauen und sag mal tschö, bis zur nächsten Folge.